Und irgendwo hier sind noch. Ah. Sind noch Aliens. Jetzt nicht mehr. Großartig! Alles einsammeln, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Und wir haben ein neues Crewmitglied. Und wir machen mal hier im Chat Ausrufezeichen Pick Crew. Und Chommy! Herzlichen Glückwunsch! Direkt in die Crew geschafft. Sag mir, was du an Farbgestaltung haben möchtest. Flo ist nicht mehr Flo, sondern Chommy und vorne steht eine 2. Jawohl. Und ich muss hier in meine Liste das auch noch eintragen. Wupp. Tada. So. Achso, und da müssen wir auch nochmal sagen, einmal kugelsichere Weste, einmal primär Gewehr. Ja. Erstmal noch kein Anbauteil. Hier bauen wir schön die Sachen auseinander. Hier wird der Rumpf erweitert. Wir haben noch genug Hüllenblöcke. Wir haben 3 Punktverteidigungen und wir haben genug Blöcke für ein, wie war es nochmal, wie teuer waren Waffenverteidigungs, Waffensystempult, 2 Tech-Blöcke, okay. Ja, dann wird Zeit, dass wir hier mal das Waffenpult hinsetzen und dann kommt hier oben wohl mal ein Geschützturm hin. Genau. Und, oh! Und wir haben Kryostasekammer erfolgreich erforscht. Na, das ist ja was. Und hier hinten könnten wir langsam dann auch mal vielleicht hier neben die Punktverteidigung könnte eine kleine, ein kleines Autogeschütz oder sowas nehmen. Ja, könnte es. Ich glaube, das mache ich auch. Das wäre die erste Offensiv- Capability haben hier quasi. Achso, nee, da sind. Nee, das ist ein blöder Ort. Ich habe keinen guten Ort direkt jetzt mal für. Da habe ich einen großartigen Ort. Fällt mir auf. Da. Weil hier sonst nämlich nichts hin kann. Das heißt, hier kommt nicht eine Punktverteidigung hin, sondern ein Autogeschütz. Zack. Jetzt haben wir etwas, womit wir schießen können. Grün und etwas rot. Haha. Wünscht sich Chommy fürs Aussehen. Ja, grün und etwas rot. Müssen wir mit der Hose anfangen. Ich glaube, bei der Hose haben wir eher sowas Grünes. Und dann kriegst du rot-grün. Irgendwie meine Nase läuft. So. Ja, und ich möchte zurückkehren zu unserem Piratenschiff, wo wir ja noch ein paar Sachen drauf liegen rum haben, ne? Was heißt unser Piratenschiff? Das Wrack. Ja doch, das ist unser Piratenschiff, ne? So, und dann können wir hier hinten düdüdü einen weiteren Antrieb reinsetzen. Dann kommt da auch nochmal ein Bodenlicht hin und Wände. Ein Rumpffenster und dann haben wir das wie auf der anderen Seite auch. Und dann kann da eine Wand rein. 1, 2, 3. So und so. Und eine Tür. Und fertig. Zweiter Maschinenraum. Finde ich gut. Ja, und hier nehmen wir einiges auseinander. Achso, wir sind schon wieder bei 0 Hüllenblöcken, aber... Ah, ich muss hier... Oh Gott, beim zweiten Recycler. Ja, alles fortgesetzt hier. All der Schrott
Schrott und Schutt, der so da ist, einfach immer fortgesetzt. Und dieses Lager hier, oh ja, 100 Schrott und so Zeugteile. Das ist hier alles kurze Wege und dann werden wir hier an zwei Stellen solche Sachen abbauen. Das ist gut. Oh, und ich möchte auf jeden Fall Einrichtungen hier. Zack, zack. Zwei Deckungselemente vor diesem Türbereich haben, um hier auch nochmal eine Verteidigung zu haben. Dass man von hier aus schießen kann. Das ist dann zwar ein kurz, etwas längerer Weg hier für das Umschichten, aber so sei es dann. Ich finde, unser Schiff ist langsam so richtig schön geworden. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das gefällt mir wohl. Die Küche ist fein. Irgendwie hat was Gemütliches. Oh, wir können hier Deko machen. Flümp, flümp. Flümp. Jo. Bilderrahmen. Wunderbar. Oh, und ich habe hier veredeln, falls wir weniger als 10 Stahlplatten haben. Stelle jetzt Stahlplatten her, falls wir weniger als 8 Elektronikteile haben, stelle Elektronikteile her. Ich glaube, das war es, was wir brauchen, weil Elektronikteile brauchen wir für alles Mögliche und wir haben keine Elektronikteile. Ja. Menschliche Leichen werden recycelt. Sehr gut. Ja, großartig. Ah. Und ein Rumpfblock fehlt uns für unseren Antrieb. Dann können wir eigentlich hier mal Verrichtungen zuweisen. Komm, Squab. Einmal hier recyceln, bitte. Ja, hier wird weiter recycelt. Ja, aber sehr, sehr viele unangenehme Zeitgenossen, die in dem System hier herumspringen. Hier hinten muss ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was machen. Also das geht ja nicht anders. Und, ja, hier hinten ist der genau der Stromknoten treibt das da an. Und der kann nicht weiter nach vorne verschoben werden. Verstehe. Okay, jetzt haben wir auch den nötigen Block dafür. Hier vorne, hier müssen dann auf jeden Fall irgendwelche Sachen hin. Wie viel Platz haben wir hier? Da könnte auch noch was hin. 1, 2, 3, ja. Das heißt, wir machen mal Wände. Wenn ich hier Wände hinziehe, dann 1, 2, 3, 4. Ja, ich muss so ein bisschen Kompartimente schaffen, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, Tür. Tür. Das hier auf jeden Fall demontieren, beziehungsweise nicht demontieren, sondern bewegen dahin. Weiß noch nicht, was hier hinten hinkommt, aber hier könnten, genau, hier könnten noch Geschütze hin und vielleicht kleine Schilde oder sowas. Und hier könnte ein großes Geschütz hin. Ich glaube, das bauen wir auch dahin. Systeme. Das haben wir doch. Energiegeschützturm. Ja. Zack. Da kommt ein Energiegeschützturm hin. Und die Tür hier in den Raum befindet sich da. Entscheide ich jetzt einfach mal. Da, Wand, 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 Wand. So, und was wir hier dann noch weiterbauen, hier könnte ich jetzt zumachen.
Ja. So. Und Tür. Und dann haben wir hier mal einen Raum geschaffen. Hier kann noch was. Das machen wir nicht. Das hier wird bewegt dahin. Und dann kommt da eine Wand hin. Weil dann könnte nämlich da noch ein Geschützturm oder ein kleines Schild hin. Hier in diese Ecke. Ja. Ja, korrekt. Korrekt. Kann hier Lebenserhaltung, kann hier ein so ein Teil. Ja, da kann so ein Kühlelement vor das Lager. Hervorragend. Dann haben wir hier hinten jetzt auch keine herumstehenden wilden Wände mehr. Und Einrichtung vor die Türen, Beleuchtung. Zack, zack. Moin! Gibt's interne Verteidigung? Fragt Frank. Jo, gibt es. Wir haben Autoturrets vor den beiden Dockingstationen stehen. Und unsere Leute sind... ja. Und da ist auch das animierte Emote. Passend zu Frank. Frank hat eine Vorgeschichte hier auf dem Channel. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, Frank. So. Und tatsächlich nicht nur eine, ne? Aber es hat beides nichts mit dir zu tun. Jo. Wir haben hier hinten gebaut. Das Wrack ist auseinandergenommen. Ach, um Gottes Willen. Hier hinten sind Sachen. Und wir haben hier Verseucherkadaver und irgendwelche Erze, die wir alle mal mitnehmen wollen. Es brennt. Panse? Kaum mache ich hier hinten einen schönen Raum. Warst du das? Warum brennt das hier? Was ist da passiert? Was liegt da? Jemand hat... Mikroriss? Nee, Mikroriss war es nicht. Jemand hat da irgendwie... wir machen mal hier kurz... um Gottes Willen, da habe ich jetzt aber auch mal langsam reagiert. So... Einmal die Lüftung bitte zu, damit das hier nicht überall hin... Kannst du bitte aus der Tür rausgehen? Achso, das ist... ja, hier hat sich die Temperatur etwas ausgeweitet. Wir können wieder, glaube ich, die Lüftung ausmachen. Gott sei Dank ist das Feuer ja gelöscht. Lüftung auf. Lüftung auf, dass ich das... Oh, die Tür habe ich gar nicht... Da habe ich die Lüftung gar nicht gesperrt. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist... Lebenserhaltung, Lüftung. Wir brauchen hier hinten irgendwie sowas wie... einen Gaswäscher. Und hier im Maschinenraum, in diesem Maschinenraum, sollten wir wahrscheinlich auch nochmal sowas hier als Kühlung einsetzen. Ja. Oh, und das weitet sich hier aus, weil hier der Gaswäscher sitzt. Das heißt, es zieht die Rauchgase erstmal hier rüber. Deswegen will ich hier auch einen haben, dass wenn es hier brennt... Ja, vielleicht waren es die Meteoriten, die gerade eingeschlagen sind. Aber normalerweise kommt da kein Feuer, sondern wenn ein Mikroriss entsteht. Aber so wie es aussieht, hat der Mikroriss hier direkt die Bodenbeleuchtung kaputtgeschlagen. Und dann hat es angefangen zu brennen. Irgendwie, die Chancen dafür sind sehr gering. Aber es trifft halt irgendwann einfach mal. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Trifft es. So, jetzt kann das hier hinten aufhören zu rauchen. Bitte mal und der Gaswäscher seine Arbeit tun. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt hier hinten auch einen Gaswäscher, der hier das alles absaugt. Und ja, hier raucht es halt ein bisschen.
Oh Gott. Okay, schädliche Umgebung hier ist vorbei. Gut, wir haben hier Waffensysteme stehen. Hier in diese kleine Ecke könnte auch noch ein Waffensystem.